Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben einiges zu richten. Ihr habt es ja auch geschrieben. Logistik und alles ist aktuell leider ein bisschen Katastrophe. Und auch eine Sache ist, dass wir eine schwere Grippe aktuell haben. Die wir uns eventuell mal... Warum komme ich darüber nicht auch über das in dasselbe Ding wie hier? Ein bisschen Medizin besorgen müssen. Oh toll, ich darf nur 40 kaufen. Ich hätte gerne den Export auf Prio 1, perfekt. Bedeutet, irgendjemand müsste sich darum kümmern. Und ich muss schauen, wo wir aktuell viel Verkehr haben. Deswegen jetzt machen wir auf eine niedrigere Stufe. Ich glaube, die Hauptbauwerke sind ja eigentlich alle soweit finished. Dies wird nicht gebaut, der Rest ist ready to go. Jetzt habe ich das Problem, dass wir viel zu wenig Mitarbeiter haben. Und ich hoffe gerade eigentlich, dass die Medizin hier ankommt. Das ist ein Möbelstück. Kümmert sich keiner hier drum. Sonst müssen wir jetzt doch mal kurz eine Quarantäne verhängen. Das wird kurz wehtun. Lustig, keiner interessiert sich hierfür. Je niedriger die Zahl, desto höher ist die Priorität. Die ist bei 1. Ich muss herausfinden, wo zur Cliddly Dutch ich so vieles Transporter verbrauche. Was brauche ich denn gerade so viele? Jetzt ist wieder stabil. Seht ihr das? Immer noch eine Grippe schwer. So, die Luftverschmutzung, die Wasserverschmutzung ist immer noch ein großes Problem. Genauso wie die Luftverschmutzung. Luftverschmutzung durch Fahrzeuge, ja, okay. Die Krankheit macht es natürlich gerade auch nicht gut. Somit sollten wir schon mal ein bisschen weniger Wasserverschmutzung machen, eigentlich overall. Problem ist, der Tank ist auch noch voll. Weil jetzt halte ich das natürlich an. Ist die Grippe vorbei? Nein, immer noch nicht. Und die Leute haben immer noch... Doch, sie haben das rausgebracht. Ich bin erstaunt. Keine aktive Krankheit. Super, dann können wir die Quarantäne jetzt wieder beenden. Ich muss mir echt anschauen, dass ich das da mal aktiviere. Weil wir haben jetzt viel zu wenig Mitarbeiter. Wir bauen vielleicht mal das System hier um. Lasst mich mal überlegen. Ich reiß mal eine Sekunde den Weg hier ab. Ich versuche das mal ein bisschen zu vereinheitlichen. Wir bauen hier ein... Rohrverteil dazwischen und nehmen ein großes Rohr direkt. Das schließen wir hier an.
Bedeutet aber auch, wir kappen dich jetzt hier und hier. Nehmen die dicke Rohrleitung. Setzen die hier an. Bauen das fertig. Achso, warte mal, das war wieder... Priorität auf 4. Dann läuft das Ganze von hier nach da. Ich mache ich auch noch mal neu. Machen wir eine Zweierrohrleitung. So. Und dann pausieren wir den Durchgang hier. Dann müsste es grundsätzlich erstmal hier in diesen Zwischentank fließen. Und je nachdem gibt es dann was aus oder nicht. Eieieiei. Wir sagen sogar eine Toleranz, an den sie pumpen müssen. Kann ich. Obwohl, ich könnte rein theoretisch auch schauen. Aber es ist halt wieder 14 Kilometer weit. Und die stehen auch wieder, weil. Nicht verständlich. Was ist, wenn ich hier noch eine Lage hin vorsetze? Aber das Problem wahrscheinlich, dass das so voll ist. Ausschneiden. So. Schauen wir mal, was das sich bringt, ob dann die Produktion vielleicht sogar noch ein bisschen Fahrt aufnimmt. Insgesamt. Aufwerten. Das ist zu langsam. Füllen wir mal um, schauen mal, wie gut das funktioniert. Aber wie scheint, ist ja das erste Problem nun mal hier. Geben wir denen mal ein bisschen mehr Power. So. Aber
Aber schaut, ja. Müssen wir anschauen. Das Wichtigste ist erstmal, dass diese Tanks hier leer werden. Aber jetzt fahren sie wieder das Zeug von hier drüben weg. Jetzt passiert hier auch wieder was. Die sind auf Prio 9. Das kriegt ihr jetzt hin. Hä, auf einmal sind sie alle produktiv. Das ist ja der Wahnsinn. Setz dich mal auf P4 hoch. Also bis jetzt ist der Zwischentank leer. Und damit unsere Gesundheit gleich schon wesentlich höher. Gut, was verkippen wir hier noch? Abwasser. Das ist Sohle. Jetzt ist die Frage. Ich könnte einen Abwasserfilter einbauen. Wenn wir uns Abwasser anschauen. Abwasser kann ich ja filtern. Filtermaterial und Chlor brauche ich wieder dafür. Boah, ich hasse es, wenn ich Chlor brauche für irgendwas. Das wäre halt praktisch, beziehungsweise sehr gut. Ich liebe es so sehr. Ach ja, dafür kann ich wieder die drum disk. Aha. Woher kommt hier nochmal. Woher kommt denn nochmal die Säure? Nee, warte mal, das war das. Von dir hier, wie viel produzierst du? Was geht eigentlich? Bedeutet, ich könnte natürlich hier eine Abwasseranlage einbauen. Also als erstes können wir gleich das Ding jetzt abreißen. Da merken wir jetzt auf jeden Fall, dass das nicht mehr benutzt wird. Das ist positiv anzusehen. Positiv. Es ist halt viel Denksport jetzt gerade, ne? Also wir sind jetzt wieder bei ausgelastet. So, warte mal. Wait, ich glaube, ich habe hier schon die ganze Zeit einen Fehler. Oh mein Gott, warte mal. Oh mein Gott, wait. Also es ist gleich relativ wurscht, weil das Abwasser kommt nur von dir. Und den Teil könnte man komplett umgehen, wenn man Schwefel einsetzt. Wir haben Tonnen Schwefel. Dann machen wir doch das gleich. Wir geben hier an, dass wir beides haben. Also dass wir das mit Schwefel ab sofort machen. Ich glaube, hier ist ja der Unterschied. Hier machen wir das mit... Wir reißen die Kohlezufuhr bitte ab. Ah ne, warte mal. Stopp, abbrechen. Ich würde bloß gerne leeren. Das heißt, das mache ich jetzt selber. Und hätte gerne, dass hier Schwefel drin ist. Und das dann eher voll halten zur Hälfte. Oh, warte, ich hätte... Oh, ich habe gerade einen Fehler begangen. Ich hätte die ganze Infrastruktur so lassen können, wie sie ist. So, pass auf. Jetzt haben wir hier ja... Hier verwenden wir schon Schwefel. Schick schauen. Das Ding ist schon geupgradet. Und was war hier der Trick? Ich glaube, hier tue ich Rohbenzin verarbeiten, ne? Ja, und da fährt jetzt sozusagen der Rest schon hin. Ich habe hier aber auf reinen Rohbenzin festgelegt. Kann das sein? Das schaut so aus, nämlich.
the hell was I building here? Bedeutet aber auch, die hier dürften eigentlich jetzt dann nichts mehr machen, beziehungsweise das Kabel müsste ja dann... Ach, das geht zur anderen Anlage davor. Aha, schauen. Ah, keine Sorge. Das übernehme ich. So. Einbauen. Da kommt wieder, das schaut aus wie Gold, das ist der Wahnsinn. Was hat der denn jetzt abgeholt? Ah ne, die tanken gerade das gleich leer. Und sie machen die Förderstrecke auch gerade leer, super. Kommt leer ist. Das war das Falsche. No. Super, jetzt ist es geleert und jetzt wird hier auf Schwefel umgestellt, Freunde. Dann ist nicht hier die Zeit auch mit dem Abwasser vorbei. Ah, dann sollten wir langsam wieder auf die grünen, auf den grünen Eckpunkt kommen hier. Achso, ich habe die noch nicht umgestellt, ne, auf Schwefel. Schwefel, Yellow Cake, Schwefel. Du bist aus, so. Er arbeitet noch ein bisschen mit Kohle. Ach, schau mal, ich glaube, den Anschluss kann ich ja komplett schon deaktivieren. Der ist ja schon komplett veraltet. Ich kann jetzt Stück für Stück Kabel verschwinden lassen. Wie zum Beispiel das hier drüben, weil ich glaube, das wird jetzt auch nicht mehr genutzt. Ne, warte mal, hä? Jedoch schon. Das kann ich jetzt auch entfernen. Ja, es ist viel Altlast, was ich mal irgendwann gebaut habe. Was sich dann von der Funktion an hat, aber so verändert hat, dass es gar nicht mehr aktuell ist. Das ist heftig, wenn du das überlegst. Am Ende wird hier nur noch ein Rohr, also zwei Rohre da sein, halt für die Überlast von saurem Wasser. Wobei wir das gerade ganz gut unter Kontrolle haben, wie es ausschaut. Und ansonsten? Nicht viel. Leeren ab hier. Ich auch leeren ab hier, wenn was ist. Aber schaut euch das an. Ist irgendwie bescheuert zu überlegen, dass wir das so, dass ich das so lange so gehalten habe. Ja, schade, dass die Röhre nicht auch schon weiß. Bedeutet, sie nutzt keine Kohle mehr. Das war's. Der Klitteritsch ist jetzt auch aus der Anlage raus. Was kann ich bei Schwefel noch machen? Schwefel. Kann ich damit auch rein theoretisch Treibstoff herstellen? Warum sollte ich Schlacke produzieren wollen?
Mit Schwefel kann ich Tofu herstellen, mit Schwefel und Wasser kann ich Säure herstellen, mit Schwefel und Kalk kann ich Schlacke herstellen. Nee, ich hätte jetzt irgendwie auf Benzin gehofft, aber das, oder dass ich irgendein Produkt für Benzin herstellen kann, aber leider eher weniger. Aber hey, wir haben jetzt relativ viel Aufwand, wir sind wieder bei 29 Herzen. Würde das nächste, was wir angreifen müssen, ist eigentlich nur die Luftverschmutzung, die hier passiert mit den Abgasen. Das sind allein hier fünf Schornsteine. Also als erstes würde ich sie gerne vereinheitlichen. An eine Position bringen, wie zum Beispiel hier, wo man das managen kann und Tests starten kann auch. So, warte, dann würde ich nämlich gerne jetzt erstmal einen Rohrverteiler hier aufstellen. Aber ich muss aufpassen, ich muss ja hier trotzdem überall noch hinkommen. Und das ist so eine Sache, auf die ich achten muss, sonst tut mir irgendwas wieder verkacken. Das Rohr daneben ist natürlich ausgelassen, aber so kann ich jetzt zum Beispiel das hier. Jetzt gehen wir den Weg, sagen wir machen hier eine dritte Rohrleitung. Die geht jetzt. Gut, okay. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich habe es gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.